Da habe ich zumindest keinen so einen harten Survival-Kampf. So. Ich brauche hier Kit an der einen Seite. Ich brauche Max und ich brauche Drake. Dieses Level ist ja auch leicht umdesignt worden im Vergleich zur normalen Kampagne. Jetzt muss ich bloß schauen, ob ich die richtig rum verteilt habe. Nee, ich habe sie genau falsch rum verteilt. Das heißt, ich darf die Mission gleich nochmal neu starten. Weil ich brauche auf dieser Seite eigentlich Max, okay. Machen wir halt nochmal. Okay, dann weiß ich es ja jetzt besser. Einmal Kit, einmal Drake, einmal Max. Ich wusste jetzt nicht mehr, welche Seite da wirklich zuerst kommt. Drake brauche ich ja sowieso nur als Comet Catcher. Das Ziel ist genau wie in der normalen Kampagne. Ich muss innerhalb von 30 Tagen den Schocklaser kaputt machen. Der feuert alle 7 Tage. Ich gehe mal ein kurzes... Ich sage mal ganz kurz, wieso meine Taktik ist. Ich werde mit Max einen Bomber machen und den irgendwie versuchen, hier durch die ganzen Pipelines hier durchzuschmuggeln. Mit einer Supercore-Power an dem Ding hier vorbei oder das Ding mit Gridfire kaputt schießen. Je nachdem, was ich schaffe. Und anschließend mit dem Bomber danach noch dieses Geschütz und den Schocklaser kaputt schießen. Wenn das irgendwie hinhaut. Ja, du wieder da. Bist wieder da, okay. Ich habe gerade meine Taktik hier erklärt. Yay! Taktik! Yep, Taktik. In ein Spiel, Strategiespiel. Ja. Ach ja, wie schön. Ich bin jetzt übrigens schon im allerletzten Level. Das ist cool. Ja. Pro ist immer noch nicht da. Nö, er ist immer noch nicht da. Bitte. Drake ist heute mein Comet Catcher. Schauen, wie weit reicht die Kanone genau bis über den bis zu der Basis, okay. Ja. Ich müsste unbedingt aufpassen, wie viel der Tag immer ist, weil ich immer genau schauen muss, wann der Schocklaser schießt. Sinnlos. Irgendwie freue ich mich ein bisschen auf den Butterfly-Flaschenöffner. Ein bisschen was zum Rumspielen von nebenbei. Der Butterfly-Flaschenöffner. Hey, der ist cool.
wieder da. Hey, das sind jetzt wieder alle da. Yeah. Kann ich ja wieder AFK gehen? Was? Was hat er gesagt? Dann kann er ja wieder AFK gehen, wenn jetzt wieder alle da sind. Ja. Das ist ja lustig. Ach ja, immer verlässt stand uns. Stand ja bei Hackerman an der Tür. Ein Zettel mit AFK. Also Crow, für dich jetzt auch nochmal, ich bin hier mittlerweile im letzten Level angekommen. Das vorletzte habe ich inzwischen geschafft. Nicht unbedingt sehr gut und so, aber ich habe es geschafft. Aber das sind auch die einzigen Level, das sind auch die einzigen Level, die hier wirklich schwierig sind. Also es geht ja nur darum, dass du packen. Das ist ja kein 100%, was du machst, also kein Boxthrough. 100%. Ich habe ich mir jetzt aus Verzeihung, weil ich nichts mehr im Haus habe und ich keine Lust habe, also nichts mehr zu trinken im Haus habe, noch mal was bestellt und was zu trinken bestellt, das packe ich mir gleich in den Kühlschrank für morgen. Weil ich habe nur was Kaltes bestellt. Gute Idee, ne? Ja. Gute Idee, schlechte Idee. Gute Idee, sich für was bestellen, ist in den Kühlschrank zu packen und dann morgen zu essen. Schlechte Idee, noch was zu essen, obwohl man schon eine Pizza zu Abend essen hatte. Ich hab überhaupt nichts mehr zu trinken, sage ich. Voll kacke. Voll kacke, du. Was? Das ist voll kacke, du. Was ist kacke, du? Naja, ein kacke, du ist immer ein Papagei. Aber ein Papagei ist nicht immer ein kacke, du. Weise Worte. Oh, ich bin gerade so professionell. Ich esse in der Aufnahme und guck mir ein anderes Let's Play an. Sehr schön. Ja. Na gut, es ist ein Rocket Beans Let's Play. Das ist verständlich und mir ist gerade aufgefallen. Ja. Wir haben gerade extrem viel Werbung für andere YouTube-Kanäle gemacht. Doch schön. Da können die uns doch mal bezahlen dafür. Was? Da können die uns doch auch mal dafür bezahlen. Wir haben Werbung für die gemacht. Ich wollte mir mal einen Energy Drink von Rocket Beans holen. Ja, mein ich soll Bescheid, soll mein Cousin Bescheid sagen, wann ich bestelle, dann bestellt er mit. Ach so, ja, dann wird sich was holen. Ja. Raketen brauchst du. Nur alleine um die Rocket Beans zu stellen. Stellen wir uns wahrscheinlich 2 Paletten von. Euro Paletten? nee, du kannst sie da palettenweise kaufen, das sind dann glaube ich, Palette 24 Stück oder so. Ja, ich weiß. Ich hab nur einen Scherz gemacht mit Europalette. Ja, ja. So es gab ja so einen Typen, der hat, es gab da so einen Typen, der hat sich wirklich eine Europalette Energy Drink geholt. Hm. Ja, irgendeiner auf der Rocket Beans Seite von Hätte ich Geld gepostet. Der hat sich 72 Dosen bestellt. Was? Und der hat sich 72 Dosen Raketenbrause bestellt. Einer aus dem Fanseite Facebook. Doch schön. Wenn er die Rocket Beans unterstützen kann. Geil ist ein Kumpel von meinem Bruder. Der hatte hat halt und der hatte eine Zeit lang Red Bull als Sponsor.
quer. Und die haben dann halt immer in die ein bisschen an Autos rumschrauben, haben die dann jeden Monat einen Kühlschrank voll mit Red Bull geliefert bekommen. Oh. Warum auch nicht? Ja. Ich würde mir, glaube ich, auch einen Monster als Sponsor holen, wenn ich irgendwas machen würde. Ja, ich würde mir auch einen Monster als Sponsor aussuchen. Wenn ich irgendwie professionell spielen würde, würde ich mir einen Monster als Sponsor holen. Mhm. Oder, was weiß ich, Let's Player oder irgendwas, wenn ich irgendwie Werbung machen könnte, würde ich, oder nee, nicht Let's Player, Streamer, würde ich Monster. Ja gut, ich würde dann aber meine persönliche Meinung kundgeben und auch darstellen, dass es meine persönliche Meinung ist. Und nicht das also das absolut geilste hinstellen, sondern einfach sagen, ja, ich trinke das gern, weil mir schmeckt besser als die anderen. Meine persönliche Meinung, ich mag's halt. Ich würde mir Monster auch nur als Sponsor holen, weil ich Monster so mag. Ja. Ich würde jetzt nicht für irgendeine Werbung machen, was total scheiße ist. Naja, oder was mir die Meinung nicht gefällt. Also, was mir nicht gefällt, ja. Was sagt man jetzt? Wenn man selbe Courage hat, wenn man irgendwelche Werbeangebote kriegt, weiß ich nicht. Also ich weiß es nicht. Es gibt ja einige Let's Player, die ja Product Placement Angebote bekommen, wie zum Beispiel Debitor. Ja. Wenn man Let's Play. Die flaggen das ja dann auch. Als müssen sie inzwischen. Product Placement Video. Das muss man inzwischen sogar. Gesetzlich. Speed. Machte. Ist ja von Audible gesponsert werden. Hm. Also so eine Hörbuchseite. Davon werden die gesponsert. Oh. Bei Streamern fällt mir zum Beispiel Swifty ein, der von Razer gesponsert wird. Hm. Der macht aber auch regelmäßig Giveaways mit den Razer Gear, was er geschickt kriegt. Mundai 7 zum Beispiel hat ja so fest. Bitte? Mundai 7. Kenn ich nicht. Das ist mir eigentlich sogar aus Pizza-Videos kennen. Ja. Das ist eigentlich ein bekannter deutscher Streamer. Gut, ist halt auch YouTuber und die Gruppe besteht, also es ist halt eine Gruppe geworden nach einer Zeit und ja, er ist halt der einzige YouTuber aus der Gruppe und die restlichen sind Streamer. Mhm. Zum Beispiel Knüppelpaste, Lucky, Joppel, Dave, Mayo, also Mayo Favango. Gut, das sind halt alles welche, die spielen Counter-Strike, die spielen Arma 3, so Sachen halt. Counter-Strike ist so ein Spiel, wo ich gerne ESL gucke. Und das Schöne ist bei denen ihren Arma, sie spielen halt sehr viele Arma-Mods und Spielmodi, wie zum Beispiel Altes Live, die machen einfach nur so viel Scheiße. Hm. Boah, es ja, ist auch wieder uninteressant, weil irgendwie ist das auch wieder so Einheitsbrei. Immer wenn er so Altes Live oder so gespielt wird, dann auf YouTube, die machen immer alle nur Scheiße. Nein, das Problem ist, die versuchen ja das meistens seriös zu machen, nur im Endeffekt eskaliert das dann alles. Ich finde Altes Live ist interessant. Das ist auch, was die hatten dann. Ja, die machen ja Roleplay und die hatten dann in GTA in Arma 3, also so ein GTA-Spielmodi in Arma 3, hatten die sich dann halt mehrere mit Atommüll besorgt und wollten das dann in die Haupttrinkwasserversorgung kippen und haben dann halt bei der Polizei Forderungen gestellt und da kamen halt die Polizisten, die Ranger, die kamen dann halt an, sind zu dem hoch dem Wasserturm und schon am Reden. Kommen wollte, hat schon gerade gesagt, ja, und unsere Forderungen sind, guckt die Typen an, geben sie mir ihren Hut.
weil er so einen Ranger-Hut auf hat und er wollte irgendwie diesen scheiß Hut haben. Und, okay. Ah, die waren einfach. Es kommt zu so seltsamen Momenten teilweise. Ja, also. Wie gesagt, also was ich gerne streammäßig gucke auch. Und dann, wenn irgendwas ESL-mäßig läuft, da gucke ich gerne mal Counter-Strike. Weil das finde ich sehr spannend. Also ich finde das wirklich spannend. Also wenn du Counter-Strike gucken willst, kannst du halt wirklich bei Winter 7 gucken, finde ich auch gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Mayo war oder ob das Dave oder Lucky war. Also ein paar von denen sind Global. Ja gut, Daniel war auch Global. Hm? Es gibt zwar viele, die das nicht verstehen, aber für mich ist das wie Fußball. Gucken. Ja, für mich auch. Das ist für mich wie Fußball gucken. Guck kein StarCraft, und, guck kein Counter-Strike, dann. Ja. Hey, World of Warcraft, Arena vielleicht nicht so gerne, aber. Es ist so, also, man wettet dann, also am Anfang, also ich kenne die Teams nicht alle auswendig, also ich kenne die Leute nicht alle so, oh, der ist gut, sondern ich guck mal am Anfang ein Team raus und sag, ich möchte, dass das Team gewinnt. Oder denke, das Team soll gewinnen und dann fieber ich mit dem Team mit. Kannst du ja mal bei Hyundai 7 so ein, zwei von den Counter-Strike-Videos angucken. Was ich auch witzig finde, Peter und Jay von Pete's Meet. Ja. Als sie halt angefangen haben mit Counter-Strike und dann irgendwann gemerkt haben, gut, wir sind scheiße. Okay. Und wir kommen bei Ranks nicht voran. Was machen wir? Wir haben Daniel angeschrieben, sind beim Daniel dann in das Hyundai 7 Bootcamp gegangen. Okay. Das heißt, die haben dann mit Daniel, mit Mayo und so gespielt, also Global LoL. Ja. Und haben dann halt von denen die Tricks beigebracht bekommen, also wo du Granaten wie wirst, also wo die Granatenspots sind und alles. Das ist ja auch so kurze Sicht, dass man hier jede Map weiß, ja, da kann man die Granate, da so muss man aimen, dass man die Granate so richtig schmeißt, genau, dass die da landet. Das genau. Wahnsinn. Das Schöne ist, der Daniel erklärt das auch. Der Daniel macht auch Bug-Report-Videos, wo er sich dann halt so manche Bugs beschwert und dann halt auch gerade zeigt. Ja. Valve hat ja für eine riesige Kontroverse gesorgt. Mhm. Mit der, als sie den Revolver eingebaut haben. Ja. AWP-Pistole. Voll krank. Mhm. Was ich auch noch klasse fand. Hm? Warte mal, was soll ich da eigentlich mal sagen? Verdammt. Counter-Strike, Back Report. Ich bin gerade am Überlegen. Weiß ich nicht mehr. Fällt dir gleich ein. Eine Frage. Warum habe ich dich noch nicht in Skype? Ich habe keine Ahnung. Da fragst du mich. Warte mal. Kann ich ja nichts für. Doch. Und was? Mit Schuld. So, mit Schuld. Deine Oma ist gleich schuld. Ja, nee. So, wie geht denn das? Kann ich denn hier nochmal? Nicht Konversation verlassen, nicht Sprint verlassen. Kann ich denn hier die einzelnen Leute der Konferenz anklicken? Das ging früher einfach, indem du den Namen geklickt hast, aber das geht nicht mehr. Ah, jetzt geht's. Dann geht das nicht. Ah. Gut, okay. Geht heute aber ziemlich oft ab, klar. Leon? Ja. Na gut, du bist noch da. Natürlich bin ich noch da, ich spiele ja immer noch. Ja. Aber du warst so leise, hast du es mir gesagt. Ja, ihr labert die ganze Zeit so viel, dann muss ich nicht so viel labern. Faule Sau. Ja, ich genieße das hier gerade, ich kann mich schön auf mein Spiel konzentrieren, ihr sorgt für die Unterhaltung. Ich kann es mir doch auch mal gut gehen lassen.
Oh Gott, ich sehe es kommen, wir sind bald in so gut wie jeder deiner Aufnahmen dabei, einfach nur um Scheiße zu labern. Gute Idee! Naja, gut. Tragen wir dann auch. Muss extra nichts mehr machen. Aber dann ist es Shit Talk mit Aaron, X und Joe. Wieder da. Maybe, maybe. Wie mache ich das jetzt? Sturmskopter überlebt sogar eine scheiß Anti-Air. Was geht denn? Schafft es die 2 HP Infanterie da hinterher noch. Wie kann ich nochmal Leute in Skype hinzufügen? Kontaktanfrage senden. Mach mal ganz einfach. Füge jetzt einfach einen Namen unter dem du mich findest. Das einfach bei Suchen hinzufügen. Ne, ich hab den Namen schon. Achso. Aber wo mache ich das nochmal? Rechtsklick. Ah, da. Kontakt hinzufügen. Hallo, Joe. Hat sie bestimmt was zu tun. Es war so klar, dass der da jetzt eine Anti-Air baut. Jetzt. Kontaktanfrage gesendet. 27? Ja, ich bin alt. Ah. Oh, jetzt weiß ich sogar deinen Namen. Ja. Okay. Und ich weiß, wo du wohnst. Wann du geboren bist. Okay. Und dass du 29 Kontakte hast. Wie viele Kontakte habe ich eigentlich? 29 Kontakte? Du hast 29 Kontakte auf mich angezeigt. Ja. Geh mal auf mich drauf und dann klick mal auf mein Bild. Ich will wissen, wie viele Kontakte ich habe. Oha, den habe ich jetzt total vergessen. Bleach. Ja? Bleach. Wie viele Kontakte? Geht bei mir nicht. Hä? Du gehst auf mich drauf, dass sich ein Chatfenster öffnet. Ja. Dann hast du oben mein Bild. Ja. Und da klickst du dann drauf. Und dann öffnet sich ein Kontaktprofil. Und dann steht der Geburtstag. Ach, 99. Sprache. Echt jetzt? Ich hab nur 90 Kontakte. Okay, das erklärt, warum ich so lange scrollen muss. Ich hab hier ja uns, mit einem Freund von mir schon auf Favoriten gepackt, damit ich mich so weit scrollen muss. Was? Ich hab, Kilian und eine Freundin von mir schon auf Favoriten gepackt, damit ich nicht so weit scrollen muss. Ja, Kilian ist bei mir eh auf Favoriten. Aber da wünsche ich eigentlich auch gerade hinzufügen.